Herzlich willkommen zu diesem ersten Video im neuen Jahr. Vielleicht hast du dir vorgenommen, in diesem neuen Jahr etwas zu verändern. Vielleicht möchtest du mit der Acrylmalerei beginnen. Falls ja, dann ist dieses Video genau richtig für dich. In diesem Video erfährst du, welche Grundausstattung für die Acrylmalerei, besonders für die gegenständliche Acrylmalerei, vollkommen ausreicht. Ich zeige dir, wie du kostengünstig in die faszinierende Welt der Acrylmalerei hineinschnuppern kannst. Du brauchst nicht gleich das ultra teure Profi-Equipment. Es reicht, wenn du dir ein paar einfache Dinge besorgst, um gleich mit der Acrylmalerei loszulegen. Welche Grundausstattung sinnvoll ist, um in die Acrylmalerei zu starten, das erfährst du jetzt. Beginnen wir mit dem Malgrund. Was soll ich nehmen? Die klassische Leinwand? Die können aber relativ teuer sein und nehmen zudem noch viel Platz in der Lagerung ein. Wenn du in der Acrylmalerei gerade am Anfang stehst, dann empfehle ich dir, diese Malgründe zu verwenden. Ich persönlich bin großer Fan einer klassischen Leinwand. Eine Leinwand, bespannt auf einem Keilrahmen, benötigt jedoch viel Platz, da diese relativ dick sind. Wenn du also viele Bilder malst, hast du schnell dein Zimmer voll und hast keinen Platz mehr für neue Bilder. Die beste Alternative dazu und meine absolute Empfehlung für Anfänger ist eine Pappe, die mit einem grundierten Baumwollgewebe bespannt ist. Diese sind sehr dünn und benötigen wenig Platz. Zudem sind diese richtig günstig und ideal, um sich mit der Acrylmalerei auszuprobieren. Also, mein absoluter Favorit, diese Malpappe. Ebenfalls wenig Platz benötigt eine sogenannte Hartfaserplatte. Das ist eine dünne Hartfaserplatte. Das sind gepresste Holzfasern, die ziemlich hart sind. Diese werden auf einer Seite weiß grundiert und bieten eine extrem glatte Oberfläche. Super für Detailarbeiten und ebenfalls recht günstig in der Anschaffung. Auch diese Platten bieten sich sehr gut für Malanfänger an. Ich empfehle immer wieder, als Malanfänger nicht auf Papier zu beginnen. Papier besitzt eine sehr hohe Saugkraft und die eh schon schnelle Trocknungszeit von Acrylfarben wird durch Papier nochmal beschleunigt. Papier ist natürlich auch sehr platzsparend und kostengünstig in der Anschaffung. Wenn du unbedingt mit Papier beginnen möchtest, dann achte darauf, dass du spezielles Acrylmalpapier benutzt. Wenn du einen noch leichteren Einstieg in die gegenständliche und realistische Acrylmalerei suchst, dann kann ich dir meinen kostenlosen Basic-Kurs empfehlen. Den findest du in der Videobeschreibung. Du musst dich einfach anmelden und kannst sofort loslegen. Mit diesem kostenlosen Basic-Kurs bekommst du einen leichteren und vor allem schnelleren Einstieg in die Acrylmalerei. Melde dich gleich an und probiere es aus. Und nun kommen wir zu den Pinseln. Welche Pinsel machen Sinn, um mit der Acrylmalerei zu beginnen? Um die Acrylmalerei kennenzulernen, benötigst du nicht viele Pinsel. Verwende hierfür Flachpinsel mit Synthetikhaaren in verschiedenen Größen, je nachdem welche Formate du malst. Mein absoluter Favorit ist der Katzenzungenpinsel. Auch diesen verwendest du in verschiedenen Größen, je nachdem welche Formate du malst, auch mit Synthetikhaaren. Und einen Rundpinsel mit Synthetikhaaren in verschiedenen Größen, je nachdem wie detailliert du malen möchtest. Es genügt also eine Handvoll Pinsel, um in die Acrylmalerei zu starten. Sehr gerne verwende ich Pinsel der Marke Da Vinci. Worauf soll ich meine Farben mischen? Malpaletten gibt es in verschiedensten Ausführungen. Welche Sinn machen, um sich kostengünstig in der Acrylmalerei auszuprobieren, das zeige ich dir jetzt. Wenn man seine Farben mischen möchte, kann man diese hochwertigen und aber auch teuren Echtglaspaletten sich besorgen. Das macht für Anfänger absolut gar keinen Sinn. Deshalb empfehle ich dir, besorge dir hier diese Abreißpaletten. Das ist ein Block mit vielen Paletten, die du, wenn diese benutzt sind, abreißen kannst und dann wieder eine frische hast. Das ist kein saugendes Papier, sondern hier bleiben die Farben flüssig und werden nicht aufgesaugt. Diese sind relativ günstig und ideal für Anfänger geeignet. Eine noch günstigere Alternative ist Butterbrotpapier. Dieses nicht saugende, pergamentartige Papier, das kannst du auch für Acrylfarben verwenden. Schneide dir etwas ab und klebe es einfach mit einem Papierklebeband auf den Tisch. Und schon kannst du deine Farben mischen. Und zum Mischen deiner Farben auf der Palette kann ich dir eine solche Metallspachtel empfehlen. Damit lassen sich die Farben wunderbar miteinander vermischen. Wie soll ich meine Bilder malen? Liegend auf dem Tisch oder doch gleich eine Staffelei besorgen? Nun, das kommt darauf an, welche Formatgröße du malen möchtest.
Möchtest du großformatig malen, dann ist die Staffelei sicherlich die richtige Wahl. Aber das kostet natürlich Geld. Wenn du mit der Acrylmalerei beginnst, empfehle ich dir, mit einem kleinen Format anzufangen. Wie zum Beispiel mit dieser bespannten Malpappe, die ich dir bereits vorgestellt habe. Die legst du einfach vor dich auf den Tisch und kannst dann gleich loslegen. Diese kleinen Formate sind ideal, um ein Gefühl für die Acrylfarben zu bekommen. Und last but not least, die Acrylfarben und Hilfsmittel dazu. Gerade als Anfänger möchte man nicht besonders viel Geld für Farben ausgeben. Ich rate dir aber davon ab, die billigen Farben vom Discounter zu kaufen. Wenn du kostengünstige, aber gute Acrylfarben haben möchtest, dann kann ich dir die Farben von der Firma Schminke empfehlen. Hier diese günstigen College Acrylic Farben oder eine Stufe besser, die Akademie Acrylic. Dies sind wirklich sehr gute Farben und wunderbar für Anfänger geeignet. Gibt es in unterschiedlichen Größen, in Tuben oder eben in diesen Flaschen hier. Haben wir noch was vergessen? Ja. Und um deine Pinsel auszuwaschen oder die Farben etwas zu verdünnen, benötigst du noch ein Schälchen mit Wasser und einen Baumwolllappen zum Abtupfen. Eins noch. Bevor du dir unzählige Farben in Tuben kaufst, überlege dir, welche Farbtöne sinnvoll sind, um damit alle Farben selbst mischen zu können. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Hier siehst du, welche Farben auf der Palette sinnvoll sind, um damit jeden Farbton selbst mischen zu können. Das spart dir zusätzlich unheimlich viel Geld, denn du musst nicht jeden Farbton fertig gemischt in der Tube kaufen. Mit dieser Grundausstattung kannst du kreativ ins neue Jahr starten und dich in der Acrylmalerei ausprobieren. Nutze den kostenlosen Basic-Kurs, um einen schnelleren Einstieg in die Acrylmalerei zu finden. Du wirst sehen, es ist ein faszinierendes Hobby. Bist auch du Anfänger in der Acrylmalerei, benutzt aber ganz andere Materialien und Hilfsmittel? Dann schreib mir das doch in die Kommentare. So können andere auch von deinen Erfahrungen profitieren. Ich hoffe, dir hat dieses Video Spaß gemacht. Wenn ja, dann lass mir einen Like da oder abonniert gleich den Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.